Hallo miteinander, mein Name ist Michael Willam und ich darf euch was zum Begriff der Hoffnung sagen. Ich hocke da gerade im Auto, komme zurück vom Einkaufen, Samstagvormittag. Und wenn ich an Hoffnung denke, dann hoffe ich schon mal, dass ich mich nie angesteckt habe. Ich hoffe auch, dass ich niemand angesteckt habe, falls es Corona heißen sollte und es nicht weiß. Und ich hoffe, dass es jetzt gleich etwas Gutes zum Ersten gibt daheim. Das ist das eine. So die kleinen Hoffnungen, die man so jeden Tag irgendwie hegt. Und das andere, glaube ich, wenn ich an Hoffnung denke, sind die großen Themen. So die Hoffnung, dass es meiner Familie weiterhin gut geht. Die Hoffnung, dass unsere Verstorbenen von der Familie an einem guten Platz sind. Die Hoffnung, dass wir uns wieder mal sehen, auch wenn wir sterben. Und auch vielleicht auch die Hoffnung, dass ein Leben da ist nach dem Tod. Und das sind die ganz großen Sachen und die ganz großen Themen, wenn ich an Hoffnung denke. Und ich glaube, dass Hoffnung nur für sich noch nicht so stark ist, erst wenn der Glaube dran, der Glaube an etwas und wenn die Liebe mit im Spiel ist, dann wird das richtig interessant und wird das richtig kraftvoll. Also Glaube, Liebe und Hoffnung, so als die Grundtugenden auch vom Christi, die gehören für mich zusammen. Und wenn das zusammenpasst, wenn der Glaube da ist an eine Sache und ich das mit Liebe mache, dann ist auch die Hoffnung groß, dass das Ganze gut geht.